Hallo ihr Lieben, ich bin Sandra, Gründerin von Piepfein, Grafikerin und Illustratorin und jetzt muss ich euch erstmal Danke sagen. Danke für über 1000 Abonnenten. Ihr seid so krass. Wisst ihr, was noch krass ist? Dass ungefähr 60% der Zuschauer keine Abonnenten sind. Also, falls ihr dazugehört und mich supporten wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Heute batike ich und bemale T-Shirts. Das habe ich so auch noch nicht gemacht. Ob das funktioniert, wir werden sehen. Also lasst uns direkt ins Video starten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und sag los geht's! Vielleicht kennt ihr ja schon mein Video zum Linolschnitt. Da habe ich geschnippelt wie ein Weltmeister und dabei ist die dreieugige Katze rausgekommen. Die Schlangen sind schon älter, aber beide Motive habe ich in diesem Video auf Papier gedruckt. Das Video verlinke ich euch auch mal hier. Ein größeres Stück Schneidematerial habe ich auch noch da und da dachte ich, ich könnte ein weiteres größeres Motiv und die beiden vorhandenen doch auch mal auf T-Shirts drucken. Also habe ich mir ein paar weiße Baumwollshirts und Stoffmalfarbe besorgt. Die Shirts habe ich gewaschen, die duften also. Die Stoffmalfarbe unterzieht sich auch meiner Schnüffelprobe und die riecht leider nicht so gut. Ihr wisst es vielleicht, ich bin Art Supply Hoarderin und als Profi in diesem Fach habe ich natürlich auch seit 100 Jahren Batikfarbe im Keller gesichert. Und ob die noch gut ist, finden wir gleich gemeinsam heraus. Der Plan steht jedenfalls, alles was ich brauche ist am Start, also legen wir los, es wird gebatikt. Habt ihr schon mal gebatikt? Bei mir ist das ewig her. Ich sagte ja, dass die Farben seit 100 Jahren ungefähr bei mir sind und so lange ist es auch her mit dem Batiken. Für die 6 Shirts habe ich mich übrigens für 2 Batikfarben und die Spiraltechnik entschieden. Also suche ich mir auf jedem Shirt einen anderen Punkt aus und drehe den Stoff dann immer weiter ein. Dabei versuche ich schon darauf zu achten, dass sich der Stoff relativ ordentlich in Falten legt, hier und da helfe ich dann nach. Dann schnappe ich mir ein paar Haushaltsgummis und fixiere meine T-Shirt-Schnecke zunächst mit einem Gummi, welches ich um die Schnecke platziere. Und damit nichts verrutscht, nutze ich 4 weitere Gummis und platziere sie sternförmig um die Schnecke. Das Ganze wiederhole ich dann noch für die restlichen Shirts. Also Schnecke drehen, Gummis drum. 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 Und Schritt 1 ist geschafft. Meine beiden Batikfarben werden übrigens orange und ein Mix aus Violett und Türkisblau. Die T-Shirt-Schneggis habe ich mit Wasser befeuchtet. Jetzt Handschuhe nicht vergessen, weil die Batikfarbe nur eines will, nämlich färben. Die mische ich so mehr oder weniger nach Anleitung mit aufgekochtem Wasser und Salz an. Eigentlich sollen die Batik-Sachen in der Farbe schwimmen, da ich aber 2 Farben möchte, mache ich es eben etwas anders. Ich schnapp mir nämlich einfach eine Pipette und träufle die Farben von beiden Seiten auf die Shirts. Jeweils zur Hälfte in Orange und gleich in Blau, so sollte dann eine schöne zweifarbige Spirale bei rumkommen. Upsi, ja, hier könnt ihr sehen, wie sehr die Farbe färben mag. Ich habe den blauen Beutel über den feuchten Shirts aufgerissen und der feine Farbstoff hat sich gleich auf die Shirts gesetzt. Sieht irgendwie cool aus, aber passt nicht zu diesem Projekt. Optimal wäre es gewesen, wenn ich die Schneckis auf einem Gitter platziert hätte, damit die überschüssige Farbe abtropfen kann. Aber unser Ofenrost wollte ich dafür ungern verwenden. Hat aber dann auch ganz gut so funktioniert. Da ich die Shirts ja nicht wie von der Verpackung vorgeschrieben in die Farbe geworfen habe, packe ich sie nun über Nacht in Beutel, damit die Farbe intensiv einziehen und dabei nicht austrocknen kann. Am nächsten Tag. Einen Tag später für mich und sofort für euch können wir die Ergebnisse bestaunen. Ich habe extra mit Ton aufgenommen, um dann später festzustellen, dass nur der Wasserkocher seine Freude lautstark zum Ausdruck bringt.
wenn es sich nicht so angehört hat, finde ich die Shirts richtig gut. Nur das Auswaschen und das anschließende Fixierbad waren ziemlich langweilig. Casey Golden hat mir zum Glück Unterhaltung geboten. Naja, 3000 Jahre waren es nicht, aber es hat nochmal eine Nacht gedauert, bis die T-Shirts getrocknet waren und jetzt kann ich mich mal an den Testdruck wagen. Für den Testdruck schnappe ich mir die schwarze Textilfarbe und walze die Rolle damit ein. Das fühlt sich aber nicht so richtig an, denn die Farbe will gar nicht so schön an der Rolle haften, wie ich es von der Linoldruckfarbe gewohnt bin. Diese ist aber wiederum wasserlöslich, kommt also für mein Vorhaben hier nicht in Frage. Weil es sich aber schon nicht so richtig anfühlt, versuche ich möglichst viel Farbe aufzunehmen und walze diese dann auf meinen Linolschnitt. Diesen platziere ich dann auf meinem Teststoff, der ebenfalls aus Baumwolle ist, und presse die Druckplatte dann so gut es geht an. Allerdings geschieht das, was ich bereits befürchtet habe, der Druck ist total blass. Ich habe dann verschiedene Dinge probiert, wie die Farbe mit etwas Wasser zu strecken, dann saugt der Stoff aber zu stark und die Druckfarbe verläuft. Außerdem habe ich versucht, mit einem Pinsel nachzuarbeiten, aber will ich ein Druckbild wirklich nochmal nachmalen? Das verfehlt ja irgendwie den Sinn des Druckens. Dann habe ich versucht, die Farbe richtig dick auf die Druckplatte zu pinseln, aber dadurch zermatscht mir dann alles, also musste ein neuer Plan her. Ja, und der neue Plan, wie könnte es anders sein, ist einfach auf die Shirts zu malen. Ja, damit habe ich alle Möglichkeiten, jetzt muss nur noch eine Idee her. Die Shirts sind übrigens Geschenke für meine Mädels und mich. Wir kennen uns zum Teil schon seit Kindheitstagen und united sind wir, seitdem wir Teenies sind. Seitdem bringt uns nichts mehr auseinander und dafür steht auch der Anker, den ich hier male. Vielleicht ist euch ja auch schon mal das Tattoo unter meinem Hals aufgefallen. Der Anker ist nämlich Symbol für unsere Freundschaft und jede Spitze des Sterns dahinter steht für eine von ihnen. Und wisst ihr, was richtig krass ist? Die verrückten Hühner haben mich an meinem Junggesellenabschied total überrascht, denn sie haben sich auch einen Anker und oder Stern tätowieren lassen. Eigentlich müsste deshalb ja ein Anker und ein Huhn her. Aber ich habe mich für Katzen entschieden. Und warum, findet vielleicht der eine oder andere von euch selbst heraus. Damit nichts schief geht und die Farbe nicht durchs Gewebe blutet, habe ich eine Pappe in die Shirts geschoben. Nun skizziere ich alles mit einem Zauberstift vor und was an dem so zauberhaft ist, zeige ich euch zum Schluss. Jedes T-Shirt ist ja ein bisschen anders geworden, weil ich die Spiralen unterschiedlich positioniert habe und die Batik-Technik ja ohnehin etwas dem Zufall überlassen ist. Jedes T-Shirt soll also auch eine andere Katze bekommen. Denn auch wenn meine Miezen und ich, jetzt habe ich den Grund für die Katzen wohl verraten. Also, auch wenn meine Miezen und ich vieles gleich sehen, so sind wir ja doch alle unterschiedlich und das ist auch gut so und deshalb bekommt auch jede ein anderes Katzen-T-Shirt. Nach der Skizze probiere ich mich an der Farbe und grundiere zunächst mal den Untergrund der Katze in Weiß. Zur Mitte hin mische ich auch ein bisschen Wasser hinzu, damit die Farbe so leichter ins Gewebe läuft. Am Rand achte ich aber darauf, dass kein Wasser verwendet wird, weil hier möchte ich ja scharfe Konturen. Die Deckkraft vom Weiß ist okay, die bunten Farben sind aber lasierend. Hier muss ich also entweder Weiß mit einmischen oder aber vormalen, wenn diese Farben deckend sein sollen. Und da habe ich auch schon das erste Problem, denn ich werde nicht alle 6 Shirts mit weißen Katzen malen können, weil das Gebinde dafür viel zu klein ist. Denn gerade der erste Layer wird vom Textil stark aufgesaugt und es ist da relativ viel Farbe nötig. Aber okay, ich wollte sie ja ohnehin unterschiedlich machen, passt also schon. Und wenn die Farben noch leicht feucht sind, lassen sie sich außerordentlich gut miteinander mischen. Das hätte ich wirklich nicht gedacht und es macht richtig Laune.
Da die Farbe relativ pastös ist und der Stoff eher eine raue Oberfläche hat, konnte ich ja nicht so schwungvoll arbeiten, wie ich eigentlich wollte. Zumindest nicht überall. Denn dieser eher grobe Pinselstrich, der dann entsteht, gibt dem Katzenhaar ja eine schöne Dynamik. Beim Halsband, beim Anker und so weiter kann ich den aber nicht gebrauchen. Das hält ein bisschen auf. Aber die Arbeit lohnt sich. Ich finde das erste Shirt bisher schon richtig cool und, wie heißt es so schön, trust the process, also vertraut dem Prozess. Ich gebe ja ungern Verantwortung ab, wenn es um mein kreatives Schaffen geht. Das Batiken war deshalb schon ein ganz wunderbares Training für mich, um eben Kontrolle abzugeben. Denn ich hatte ja keine Ahnung, ob die Farbe noch gut ist, ob ich die Shirts vernünftig eingedreht habe oder ob mein Trick mit dem Beträufeln der Farbe und dem Einwirken über Nacht überhaupt funktioniert. Hier habe ich also die Kontrolle abgegeben und dem Prozess vertraut und es hat wunderbar funktioniert. Dann ist mein Plan, die Shirts zu bedrucken, aber er hat total gescheitert, obwohl die Farbe extra für Drucktechniken konzipiert sein soll. Keine Ahnung, wo da mein Fehler lag, hat halt nicht geklappt. Und wenn ihr hier jetzt gerade die Hände über dem Kopf zusammenschlagt und eine Antwort für mich parat habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, denn ich hatte immer noch ziemlich Bock, was zu bedrucken, zum Beispiel einen Jutebeutel oder so. Naja, dann musste ich improvisieren und darüber bin ich mega dankbar. Zwar dauert Malen ja definitiv länger als Drucken und eigentlich wollte ich keine so bunten Shirts machen, aber es hat dann so viel Spaß gemacht und ich konnte total im Prozess versinken und ihn genießen. Ein paar Dinge muss ich noch loswerden. Ich habe ja gesagt, dass die Farbe chemisch riecht, wenn man einen tiefen Atemzug aus dem Gebinde nimmt. Beim Malen ist sie mir aber dann nicht so stark riechend aufgefallen. Ich habe sie immer mal wieder wahrgenommen, aber es war wirklich nicht so schlimm. Also da finde ich Alkoholmarker wirklich übler. Und noch was. Das alles hier ist keine bezahlte Werbung oder so. Alles, was ich nutze, ist von meinem eigenen Erwachsenentaschengeld bezahlt. Aber wenn ihr Lust habt, auch mal Klamotten oder Stoff zu bemalen oder mal den Nullschnitt ausprobieren wollt, ich verlinke euch alle verwendeten Materialien in der Infobox.
So, ich habe noch einen Geheimtipp für euch. Ihr habt ja gesehen, womit ich hier diese Skizzen gemacht habe, ne? Die man jetzt noch hier so durchblitzen sieht. Die habe ich mit so einem Stift gemacht. Das sind so Gel-Kugelschreiber, die angeblich so eine magische Spitze haben, mit der sich der Stift wegradieren lässt. Das Magische an dieser Spitze ist aber nur, dass wir durch Reibung Wärme erzeugen können. Die Tinte dieser Stifte, ich habe den hier jetzt sogar aus dem Aldi, glaube ich, die lässt sich nämlich durch Hitze ausradieren. Und dafür können wir auch ganz einfach ein Bügeleisen nehmen. Deshalb ist es super praktisch, mit solchen Stiften hier vorzuskizzieren, wenn ihr die Skizze nachher komplett ausradieren wollt und ihr euer Material natürlich mit Wärme behandeln könnt. Das geht mit einem Föhn nämlich genauso gut wie mit einem Bügeleisen. Ich muss diese Farbe hier aber ohnehin noch mit Wärme fixieren, weshalb ich jetzt hier einfach mit dem Bügeleisen drüber gehe. Farbe von der Tinte ist komplett weg. Die Stoffmalfarbe verhält sich übrigens etwa wie ein Siebdruck. Sie ist also etwas fester als das Material, lässt sich aber knautschen. So ihr Lieben, das war es auch schon wieder und ich sage wie immer danke, 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 dass ihr eingeschaltet habt. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Alles zum Thema Abo haben wir ja schon am Anfang des Videos besprochen, das spare ich mir jetzt mal. Ich wünsche euch ein wundervolles Osterfest, ob ihr es nun feiert oder nicht. Jedenfalls ein paar schöne freie Tage. Wenn ihr mögt, sehen wir uns nächste Woche Freitag zum neuen Video. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut, ciao und bye. Was sagst du? Ja, Sven Bann sagt, er ist dieses Jahr Osterhase und hat alle Ostereier-Überraschungen hier in seinem kleinen Rucksack.